Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Conan Exiles Isle of Zibdar. Ich freue mich, dass es heute weitergeht. Ich habe ein bisschen Mats besorgt. Es laufen gerade Foundations durch. Was mir aufgefallen ist, ich spiele ja Singleplayer. Wenn ich aus dem Spiel rausgehe, neu einlogge ins Spiel, startet bei mir automatisch nach ein paar Minuten, ein, zwei Minuten, dieses Event erneut. Die Punkte, wie wir sie gestern hatten, sind weg. Ich weiß nicht, ob man das umstellen kann. Ich habe keine Ahnung, wie genau das Event funktionieren soll. Möglicherweise, wenn das jetzt so bleibt, kann sein, dass ich das Event dann immer erst zuschalte, wenn wir es brauchen. Weißt du? Sonst haben wir jedes Mal dieses Donnerknallen hier drin, wenn ich eine Folge neu starte. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich dachte, dass es einfach so bleibt, wie es war. Aber ihr seht, die Punkte, die kommen gerade neu dazu. Vier sind schon da. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, ob das so sein soll. Bei mir jedenfalls habe ich es jetzt festgestellt, ist es so, ne? So, Leute, jetzt habe ich die Materialien besorgt, wie angesprochen. Wir brauchen Waffen, wir brauchen Rüstungen. Wir müssen uns vorbereiten auf Level 20. Level 16 sind wir. Ich habe gedacht, 17 hat aber nicht ganz gereicht. Wir holen uns als nächstes die Stärke hier ran. Und jetzt pass auf. Jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt machen wir erstmal kurz den Kranz hier fertig. Ich glaube, das haben wir uns jetzt auch verdient. Wir brauchen die viereckigen, wir brauchen die dreieckigen. Die Wände, die können wir dann später setzen und die Türen. Ich habe das Gefühl, ah, da sind sie. Ich wollte gerade sagen, das reicht ja nie, was ich hier mache. So, hier kommen die hin. Da können wir ja mal überlegen, ob wir das erstmal so lassen. Da müssen wir, ich hoffe, die reichen, die ich geholt habe. Dann müssen wir nochmal kurz los, ne? Hier kommen dann wieder die Zweier hin. Ah, das habe ich nicht richtig berechnet, glaube ich. Hier fehlt ja noch einiges, ne? Ah, ne, guck mal. Jo! So, jetzt haben wir natürlich hier Monk-Ecken. Da werdet ihr, wahrscheinlich kennt ihr mich ja. Ah ne, es ist snapped rein. Guck mal, ich finde es unheimlich cool, wie die Fässer hier, ne? Dieses Grunzen, ist das eigentlich der Dicke drüben? Dass wir den so weit rüber hören? Weil das Event soll ja angeblich auch böse Feinde quer über die Welt verteilen. Ey, das wird wie ein großes Fass, glaube ich. Ich bin mal gespannt. Wir werden natürlich Ebenen reinziehen. So, Leute. Die Grundfläche haben wir. Jetzt brauchen wir als nächstes Stellfläche. Dann würde ich nochmal fast sagen, jetzt gehen wir doch her, verbauen, was noch da ist. Und dann kümmern wir uns aber heute tatsächlich um die anderen Dinge, die noch wichtig sind. So, den Ausgang haben wir zum Rat des Schmerzes. Den Ausgang haben wir Werkstatt Pergola. Hier werden wir tatsächlich wahrscheinlich ein Tor. Entweder setze ich hier ein Tor. Das kann auch gut sein. Oder ich werde den Weg von hier innen malen. Dass man doppelten Weg von innen rüber haben mit einer Überdachung. Das wäre noch geiler. Muss ich mir dann anschauen. Und dann braucht man natürlich noch sowas wie einen Hauptzugang. Und den würde ich tatsächlich dann hier hinsetzen. Entweder hier. Er ist wieder in der Nähe. Entweder hier in den Wald rein oder den Hauptzugang hier. Ne, hier werde ich wahrscheinlich später zum Baum von der zweiten Etage gehen. Dann kommt hier unser Hauptzugang hin. Pass mal auf, kann ich noch eine Treppe? Das kostet mich die nochmal gleich. 35 Holz. Und dann haben wir es, wie wir es brauchen. Ich hole noch kurz 35 Holz. So viel Zeit muss sein. La 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 di, la 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 la. So, meine Lieben. Und dann müssen wir wahrscheinlich nachher da hinten ein bisschen rumgrasen. Ich brauche natürlich ein bisschen Leder. Je nachdem, was unsere Rüstung uns gleich kosten wird. Trinken. Dann essen wir noch ein paar Austern. Vielleicht gehe ich auch nochmal einen Austernspaziergang machen am Strand unten. Weil die heben wir jetzt eine ganze Weile. Und drei Stück machen dich auch einmal satt, ne? So, Fässchen. Ich freue mich, dass es dich gibt. Also, so wie wir es gesagt haben, hier kommt der Haupteingang hin mit einer wunderschönen Tarrappe. Trepe. Was sind das hier eigentlich? Nach rechts geneigte Treibgutmauer. Ja, du kannst halt innen drin so Bögen machen, ne? Das sieht schon bestimmt gut aus. Mal gucken, was wir alles noch so anstellen. So, meine Lieben, die muss ich jetzt noch kurz herstellen. Die Türen kann ich dann nachziehen. So, dann kommen wir hier runter. Auch hier noch einmal. Schön mit zwei Fenstern. Scheiße. Scheiße. Hallo? Da lässt mich die nicht mehr abbauen. Ey, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Doch, jetzt hat er das gemacht. So, hier hätte eigentlich die Tür hängen müssen. Und dann ein Fenster hier, ein Fenster hier. Und dann würde ich auch hier wieder Stellmauern machen. So, andere Frage. Soll ich das gleiche hier nochmal machen? Aber jetzt haben wir Stellwände. Ich kann natürlich hier auch zum Tierpferch, wenn wir vielleicht dann Tierpferch da reinstellen, dann machen wir hier das gleiche Spiel nochmal. Jetzt haben wir noch Elemente. Ich brauche das hier noch einmal. Das hier noch einmal.
Dann hauen wir hier schon mal die Tür rein, weil wir sie haben. Genauso wie hier. Jawohl. Dann brauche ich Fensterfläche 1. Oh, wir sind weitergekommen, als ich gedacht habe. Nicht genug Ressourcen. Was fehlt denn jetzt hier für so Fenster? Zieh eine Menge Holz. Kann ich eigentlich die auch so? Ja, kannst du, bis ich hinten bin, weißt du? Brauche ich nicht immer warten. Schöne Geschichte. Leder ist durchgelaufen. Die ersten Metalle habe ich geholt. Wir holen jetzt gleich noch mehr. Wir brauchen ja 75 Barren für unsere nächste Bench. Die holen wir jetzt gleich, wenn wir das Holz hier verarbeitet haben. Und Ziegel müssen wir, glaube ich, auch noch ein paar. Jetzt machen wir aber mal rein Holz. Ich liebe diese Hintergrundgeräusche von dem Spiel. Die sind richtig toll. Schön. Ja, und jetzt kommen wir so langsam an. Wenn er jetzt ausgerüstet ist, bis wir Level 20 sind, dann gehen wir unseren ersten Ausflug machen. Dann fallen wir auch nicht gleich um, wenn mal 10 Spinnen kommen. Dann können wir schön durchrennen. Schnetzeln wahrscheinlich nicht. So, ich brauche hier nochmal das Fenster. Das ist soweit klar. Hier werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal zumachen komplett. Da haben wir dann eine größere Stellfläche. Gleiches Spiel hier bis dahin mal. Und hier bis dahin. Und das würde ich gern irgendwie schaffen, dass wir dann praktisch auf den kleinen Hügel hochkommen von innen. Deswegen lasse ich das jetzt hier erstmal noch offen, ne? Dass man da vielleicht Foundations reinkriegt und dann da oben noch irgendwas macht. Fände ich schon geil, weißt du, dass wir dann hier praktisch nochmal hochkommen auf so einen kleinen Außenturm. Muss ich mir dann mal angucken, wie wir es machen, weiß ich jetzt noch nicht. Die Tür baue ich jetzt auch nochmal, dann hatten wir soweit alles klar. Hier fehlte mein Fenster. Natürlich wird das ganze Ding noch höher gezogen, aber da haben wir jetzt erstmal, glaube ich, andere Sachen, die uns lieber sind, oder? Die Tür habe ich gesagt hier. Und dann brauchen wir den auch nochmal. So. Und das wird dann auch der Durchgang auf den Außenbereich, aber das gucken wir uns dann alles mit der Zeit an. So, Leute. Das Thema haben wir. Jetzt gehen wir kurz Metall holen. Ich räume alles aus, was ich habe, dass wir viel mitkriegen. Alles einmal raus hier. Die Fackel, wenn wir dann hier hinsetzen. Unser Schild, die Waffe. Das Abholtmesser. So, auf geht's. Bin ich jetzt da schon? Ich habe gerade nur die Tür knarzen gehört. Da unten habe ich Metall schon weggebollert. Dann müssen wir dahinter laufen. Da gibt es normal noch mehr. Und irgendwann werden wir natürlich auch rübergehen, mal gucken, was wir da kriegen. Möchte ich aber noch ein bisschen skillen. Und Zwirn sollte man schon mal mitnehmen. Sichel irgendwann bauen, ne? So, Leute. Jetzt sind wir da. Jetzt geht's los Richtung Rüstung. Schaffen wir heute normalerweise, dass wir einmal die Rüstung schon ankicken komplett. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mit Dagger anfangen soll. Oder mit meiner Zweihand. Geschichte. Ziegel brauchen wir auch, deswegen nehme ich schon mal ein bisschen Stein mit. Nimm den auch noch mit, komm. Das baut ja nach. Deine Wunden verbinden, leichtes Rüstungsteil anlegen, also müssen wir uns noch bauen, ne? Zwei von den Dingern haben wir hier. Bin mal gespannt. Oder sind es zwei unterschiedliche Events einfach, dass diese Dinger immer hier auftauchen nach dem Einloggen? Und das eigentliche Event, das sich jetzt offensichtlich ankündigt, seht ihr das? Mit dem Sturm. Ich glaube, das ist das andere, wenn dann da oben alles rot wird hier im Himmel. Vielleicht sind es zwei verschiedene, die zeitlich unterschiedlich stattfinden können, ne? Nehmen wir jetzt alles einmal mit hier. Wir brauchen halt schnellstmöglich besseres Werkzeug, kriegen wir natürlich mehr raus, ne? Insgesamt. Trink ruhig noch einen Schluck. Ich werde ja auch einen Brunnen bauen da oben. Ja, jetzt nimmt das Wetter langsam Gestalt an. Ich nehme an, das ist rot. Wenn es rot wird und das Wetter so wüst ist, glaube ich, kommen die bösen Feinde, die kreuzen quer über die Map verteilt werden, die dann auch deine Base angreifen, wenn du Pech hast. Also kann sein, dass wir da heute schon den Untergang unseres Lebens erleben. Sind wir mal gespannt, oder? So, ich hoffe, das reicht jetzt schon mal für das, was wir als nächstes machen. Ja, guck mal. Zieht sich zu, ne? Und diese große Tentakel am Himmel müsste ja dann normalerweise jetzt auch nochmal auftauchen. Die hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt hat sie nur 4, 8 Stück rausgespuckt. Ich rede hier über das Wetter und zieh dir mal das rein, wie übel das gerade wird. Zum Glück haben wir Standfackeln.
So, lieber Konis, was haben wir denn jetzt hier schon? 30 und 12. Das reicht aber noch nicht, ne? Ich habe keinen Brennstoff. Jetzt gehen wir noch ausnahmsweise einmal Holz holen fürs Abbrennen und später gucke ich mal drüben. Ich meine, auf der anderen Seite habe ich Kohle gesehen. Gott sei Dank haben wir uns eine coole Fackel gebaut. So, nimm gleich mal zwei mit für Holz. Und auf geht's. Ich fühle mich viel wohler, auch wenn es noch nicht wirklich abgesichert ist, aber jetzt gefällt es mir halt, ne? So, meine Lieben, ich nehme das jetzt einmal hier so rüber. Die Barren reichen uns auf jeden Fall, für das, was ich machen will. 20, 30, die muss ich auch nochmal reinhauen. So, jetzt haben wir zwar kein Material mehr zum irgendwas Neues machen, das holen wir uns jetzt gleich zusammen ran. Aber es läuft alles durch, was durchlaufen soll. Also, wir haben ja gesagt, wir brauchen den Schmied und die Werkbank eines Rüstungsmachers. Das wäre mein nächstes Ziel. 240, 160. 240 und 160. Auf geht's. Gehen wir raus. Machen wir 300 Stein und 200 Holz, dann sind wir auf der sicheren, oder? Wir sind aufgestiegen, das ist sehr geil. So, Leute. Boah, ist das jetzt zugezogen hier? Guck mal, überall wüst. Aber das Event, das ich meine, ist noch nicht aktiv in der Mitte. Na, jetzt bleiben wir einfach mal dran, das wird sich ja zeigen. Irgendwas ist auf jeden Fall beim Einloggen immer was neu startet. Das ist ungewöhnlich, finde ich. So, wir haben jetzt 170 Holz hier drin. Die dürfte doch hier sein, ne? Das heißt, das haben wir 20 Zwirn und 240 Steine. Also Zwirn brauchen wir auch noch. Ein bisschen Holz schadet nie, wenn man da mitnimmt. So, pass auf. Einmal hier. Erfordert Stein. Da holen wir uns gleich ran. Mit der Fackel geht's aber, ne? Wir sehen wenigstens ein bisschen was. Na, hast du es jetzt abgebaut komplett oder nicht? Ja, jetzt ist es weg. So, einmal reparieren. Einmal reparieren. Trinken und essen. Und sobald es fertig ist, gehen wir weiter. Schön. Ja, was ist da los? Schutz suchen, leichte Rüstung. Sobald wir die Rüstungsbench haben, können wir da Gas geben. Brauchen allerdings noch mindestens 6 Steinbrocken. Einer. Der zweite. Ja, ungefähr sowas. Ich mag diese Musik im Hintergrund. Ich habe sie ein ganz kleines bisschen lauter gemacht als die Hintergrundgeräusche, dass man sie hört. Ich finde, die passt super rein. Ja, bei der nächsten Gelegenheit, die sich bietet, gehen wir rüber und schauen mal nach Kohle. So, das war's eigentlich, ne? Wenn ich jetzt noch ein bisschen Zwirn gleich herstelle. Ein Zwirn nur. Ich muss weiter rumgreifen. Wir brauchen 20 Stück für die Bench, ne? Das ist nicht so ergiebig gerade. Vielleicht sollte ich runtergehen. Aloe müssen wir auch wieder besorgen, ne? Ja, wenn jetzt natürlich das Event uns hier so einen üblen hinspuckt, müssen wir echt alles geben. 5 Zwirn dazu, brauchen wir noch 3. Und dann haben wir, dann können wir uns mal umschauen, was ich für die Rüstung brauche. Das habe ich mir natürlich nie gemerkt. Und dann bauen wir uns eine mittlere Rüstung, würde ich sagen, bis wir wirklich entschieden haben, wie wir spielen. Besser wie die schwere, weil wir agiler sind. Und ein bisschen mehr Schutz wie die leichte, ne? So. Etwas Glück müsste das jetzt reichen, was ich hier jetzt geholt habe. Ja. Jetzt gehen wir mal gucken. Alter, das Wetter. Coneless, geh in deine Butze. Aber hier ist trotzdem noch wüschendes Wetter, weil ich da noch nicht viel gemacht habe. So, meine Lieben. Schamamui, Schamamui. Werkbank eines Rüstungsmachers. Parenga. Nächstes Ziel sind dann die Geschichten. Da warten wir natürlich drauf, bis hier fertig ist. Die werden schon mal da. Dann lasse ich das Metall rausnehmen, dass der Stein priorisiert wird. Bis wir den zweiten Ofen aufbauen. Warte mal kurz, den wollte ich doch eben machen. 540 Stein, wie viel würde mir dann da noch fehlen? Weißt du was? War die schon gebaut, die Bench? Bin ich wieder zu schnell gewesen mit dem Ausräumen?
Holz zurück, Stein zurück. Ja, da musst du aufpassen, der nimmt die Mats erst, wenn er gebaut hat. Wenn man das nicht gewohnt ist, ne? Jo, nochmal einmal herstellen. So. Die wird ja gleich fertig gebaut und die dürfte ja auch nicht 100 Kilo wiegen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das rüber und holen gleich nochmal Stein ran. Dann können wir uns den zweiten Ofen gleich aufbauen heute. Dann wäre nämlich zukünftig, wenn wir so Projekte haben, das Zeug gleichzeitig fertig, ne? Ja. Passt. 540 Stein brauche ich allerdings. Da hinten war eine ziemlich große Ansammlung. Da fliegen die Brocken hier durchs Land. So. Hier holen wir unser Zeug. Nächster Sonnenzyklus sind wir Level 20. Ich nehme an, dass wir bis dahin alles haben. Und dann geht's auf die Map. Wie viel sind wir denn? Ja, wir sind ja schon Level 17. Attribute, habe ich gesagt, will ich hier Stärke als nächstes hochmachen. Der leuchtet jetzt, ne? Schlägerei, jeder Kampf, stumpfe Waffe. Kolben, bleiben wir erstmal beim Kolben, würde ich sagen. Beweglichkeit. Seine Ausdauersprints verbrauchen weniger. Okay, muss ich mal gucken. So. Fackel reparieren, wenn möglich. Pflanzenfasern erforderlich. Ich muss kurz gucken. Sieht jemand Pflanzenfasern? Hier hinten sehe ich die Vögel. Okay, er repariert. Mal gucken, wie lang. 4 Minuten, Hauptsache wir sehen wieder ein bisschen was. 278. Jetzt gehen uns die Mats hier langsam aus, merkst du es? Aber die spawnen nach. Dauert halt ein bisschen. Den haben wir. Den haben wir. Da unten sind noch die restlichen. Dann kriegen wir das Ding gebaut. 300. Ich nehme an, die zwei. Dann haben wir die zweite, den zweiten Ofen, oder? Ich bin überlastet, aber das macht nichts. So, meine Lieben. Den Ofen reinigen, kurz. Sind wir halt echt gnadenlos überlastet. Ja, das, ach, 540 ich hält, ne? Müssen wir zurücklaufen, sind haben wir das. So, das war's jetzt aber. So, als nächstes sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir die Rüstung machen. Die Schmiede bauen wir uns. Die Mats sind ja jetzt dann durchgelaufen, nehme ich mal an. Und dann gehen wir einmal rüber, vielleicht morgen in der Folge. Und schauen mal, ob wir drüben Kohle finden. Die hat ja eine bessere Brenndauer, glaube ich, gell? So, das dauert jetzt kurz. Ich nehme an, wenn das jetzt fertig gebaut ist, können wir auch wieder laufen. So, erneut läuft er auf seine kleine Basis an. Hier ist das Event, das ich meinen darf. Jetzt ist es da. Und das hier sorgt, glaube ich, dafür, dass überall im Land böse Kreaturen auftauchen. Wenn das hier auf der Map auch ersichtlich sein wird. Sehr interessant. Schön. Jo, das wird doch... Jetzt pass auf, zweiter Schmelzer, haben wir gesagt, der kommt dann hier hin. Deswegen habe ich den nämlich auch so gesetzt, gestern, wie ich ihn gesetzt habe. Ja, es gefällt mir. So, wie sind wir da momentan unterwegs? Es werden nur noch Ziegel gebrannt, ne? Das heißt, drüben kommt in Zukunft dann das Metall rein. So, da warten wir jetzt drauf. Wenn das gebrannt ist, können wir den Schmied herstellen. Und wir haben ja noch die Werkbank eines Rüstungsmachers. Und dann würde ich sagen, oh, das ist aber eine kleine Bench. Können wir die irgendwo dazustellen? Vielleicht hier ins Eck, weißt du? Da, weil da braucht... Doch, die passt sogar so hin. Lass mich mal reingucken. Handwerk. Achso, ja. Genau. Wir wollen natürlich dann einmal... Man muss bei Waffen wegen dem Schild gucken. Das Schild hätte ich gerne. Da brauchen wir 20 weitere Barren. Die müssen wir uns erst besorgen. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir uns erstmal den hier bauen. Dafür brauche ich 10 heute. Und dann den mittleren erst. Den hier brauchen wir als erstes. 10 heute, 3 Zwirn. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir kurz schnetzeln. 10 heute, 3 Zwirn. Hier habe ich doch noch Metall. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Ja, ist okay. Zwirn kann ich unterwegs gleich mitnehmen. Dann hauen wir hier Metall durch. Die Ziegel, die brauchen eh noch eine Weile. Und wir gehen kurz schnetzeln.
Hol mal ein paar Häute, weil ich alles zu Leder gemacht habe jetzt schon, ne? Nehmen gleich ein bisschen Zwirnmaterial mit. Vielleicht einmal runter ans Wasser, nochmal den Schlauch aufgefüllt. Machen wir das Krokodil. So. Und dann können wir uns auch unsere Wunden verbinden. Dann sind wir da wieder eine Ecke weiter. Ja, perfekt. So, und dann machen wir uns den leichten Helm für die Reise. Und dann machen wir die mittlere Rüstung komplett. So, und immer gleich parallel Zwirn durchlaufen lassen. Und mit dem nächsten sollte ich auch einmal ganz kurz die Fackel vielleicht reparieren. Dass die einmal aufgeladen ist, weil die geht nämlich gleich wieder aus. Die geht vor jetzt. Das mal was sehen, wenn ich gleich gegen das Krokodil da antreten will. So. Mehr Holz erforderlich, also. Ich dachte, die braucht kein Holz. Gut, gut. Aber 18 Minuten Brenndauer rechtfertigen das, liebe Fackel. So. Wobei das Krokodil hat doch gar keine Häute gebracht, oder? Wie war denn das? Das Krokodil hat doch so eigene Lederdinger gebracht. Wir sollten eher die Vögel machen dann, ne? Ich hole kurz Wasser und dann. Ich glaube, die Vögel bringen das, was wir brauchen. Ja, die droppen doch ihre Krokodilshaut. So was anderes, ne? So, das ist erledigt. Zwirn brauchen wir. Boah, das Wetter. Das sieht halt schon verheerend geil aus, das Ding. Guck mal. Jetzt. Ich glaube, in diesem Moment werden überall auf der Welt die Kreaturen verstreut. Und sind unsere Dinger noch da? Die sind weg. Die tauchen danach wieder auf, ne? Huch, wo hast du denn das Menü jetzt gefunden? Coneless! So, jetzt hoffe ich, dass wir ein bisschen Lederzeugs kriegen. Ich will heute noch ein bisschen was sehen. Ich dachte, hier waren die gestern, die Vögels. Da vorne sind sie. Jetzt wird es kurz dunkel. Mit Kuh kann ich mich, glaube ich, auf die fixieren, gell? Ja. Und es springt auch automatisch um. Ist halt besser zu kämpfen dann, ne? Ja, guck mal, viel besser. Ich werde mich mir ein bisschen angewöhnen. Ist für mich ungewohnt, weil ich das nicht so oft benutze. Aber das passt schon. Wildfleisch und Federn. Das, ja, ich muss tatsächlich die Hunde. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Ich muss mich gegen die Hunde. Ich habe gehofft, dass ich hier irgendwas rauskriege, was Scheiß. So, okay, dann geh mal Hunde suchen. Fackel an. Ja, scheiße, klar. Da droppt ja jedes sein eigenes Ding. Und ich nehme an, Hunde wirst du da drüben finden, die Galle, am anderen Ende. Wir gucken mal kurz, vielleicht habe ich ja doch noch ein bisschen übrig gelassen. Ja, das wird schon gut, unser Fessel hier. So, los mir einschauen. Jo, das sind doch noch 41. Das dauert ja ewig, ne? Ja, aber perfekt. Dann können wir jetzt das machen, was ich machen wollte. So. Wir brauchen für dieses Ding hier die leichte Kapuze. Leichter Helm. 10 Stück und Zwirn rüber. Das ist nicht der Zwirn. Das ist Zwirn. Das ist Zwirn. Leichte Helmpolsterung. Einmal hergestellt. Zwirn hergestellt. Und dann machen wir uns die hier für den Erfolg jetzt erstmal, ne? So. Herstellen. Jetzt. Dann hat das geklappt. Und meine Rüstung, die ich machen will, die nennt sich irgendwas mit Bär. Die möchte ich uns machen. Da brauchen wir dann weiteren Metall. Wir brauchen sehr viel Leder. Das heißt, wir gehen jetzt dann farmen. Tiere farmen. Und wir brauchen diese mittleren Brustdinger. Die Polsterung. Und die brauchen wiederum was an Material? Leder, 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 Leder und Zwirn. Sehr überschaubar, was wir alles brauchen, freue ich mich. Das ziehen wir jetzt gleich an. Dann haben wir unseren Erfolg. Wir haben eh noch kein Kapuz. So, dann haue ich das jetzt hier rein, drücke wieder Play. Rinde werde ich noch ein bisschen besorgen, passt. Dann machen wir die Wildfleischgeschichte hier rüber. Passt. Das lasse ich jetzt alles erstmal hier. Ne, Zwirn kann ich schon mal mitnehmen, dann weiß ich, wie viel ich habe. So, Leute. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Dann gehen wir nämlich jetzt direkt noch da hinten ein paar Hunde machen. Für unsere Rüstung.
gefällt mir richtig gut. Lass mich mal kurz gucken. Die Helmgeschichte wollten wir aufziehen. So, Level 17 sind wir immer noch. Attribute haben wir keine. Talente brauchen wir im Moment keine freischalten. Lass uns ausrücken. Ich hoffe, ich finde da hinten ein paar. Also am besten halt nacheinander. Ja, jetzt brauchen wir jedenfalls unheimlich viel Leder, wenn wir einmal die mittlere Rüstung da komplett bauen wollen. Und das wäre schon cool, wenn wir die hinhauen. Dann sind wir ein bisschen geschützt. Und danach geht es weiter mit Waffen und Werkzeuge. Dann sind wir Level 20. Und Rad des Schmerzes und Tierpferch bauen wir noch, bevor wir losziehen. Ne? Kümmern wir uns vielleicht morgen kurz drum. Und dann gibt es ja auch noch die normale Werkbank. Die Werkbank des Zimmermanns braucht man natürlich noch irgendwann. Ja, alles eigentlich, ne? Geht ja immer nur um die Reihenfolge. So, Coneless, nimm schon mal deinen Kolben in die Hand, weil... Einmal auf die Küste schauen, wie es da abgeht, wenn das Wetter so ist. Das ist phänomenal hier. Wir dürfen jetzt hier nicht ganz so leichtherzig sein. Ich erinnere mich nämlich im Stream, die Monstrosität, die hat uns schon ziemlich gut... Die hat uns ziemlich gut eingeschenkt, um nicht besorgt zu sagen. Kriege ich den Hirschdinger? Oder ist auch Metall? Nehmen wir gleich mit. Dafür bräuchte ich eher einen Bogen, ne, Spatzel. Jetzt habe ich voll Panik, dass ich hier runterknalle. Okay, musste warten. Ich habe keine Energie. Schild vielleicht an. Und nochmal einen. Perfekt. Und unsere nächsten Leder sind in der Mache. Haben wir schon abgebaut. Und den haben wir ja auch noch, den Erfolg hier, ne? Rüstung. Also einmal verbinden. Leichte Rüstung haben wir gemacht. Schutz suchen. Die Götter verehren. Einen Kopf beschaffen. Ja, das können wir ja dann alles noch machen. Sollen wir hier gleich ein bisschen Metall mitnehmen? Ich würde fast sagen, ja. Machen wir. Ja, passt. Morgen, denke ich mal, wird dann auch irgendwann das Wetter wieder ein bisschen aufklaren. So, ich muss kurz warten. Ist hier was zum Abstauben noch, außer? Nee. Dann warte ich eben. Da sind doch noch mehr Hunde da oben. Wie viel haben wir denn jetzt rausgeholt? Ja, 35 ist halt nicht die Welt. So, Metall nehmen wir mit. Ein, zwei Hunde noch, dann gehen wir heim. Dann besorge ich auf morgen vielleicht wieder ein bisschen Holz, dass wir unsere Wände hochziehen können, parallel immer Stück für Stück. Ohne 300 Jahre zu farmen in den Folgen. Ja, nimm das alles mit. Die brauchst du, die Barren auf jeden Fall. Nächster. Zwei Schmelzen haben wir, ist doch super. Sind wir echt schon weit. Den nehme ich noch mit. So, und jetzt musst du gucken. Hier sind bestimmt noch Hunde irgendwo. Würde ich ja platt machen, wenn ich dich kriegen würde, aber du rennst mir zu schnell weg. Doch, irgendwas hat mich angegriffen. Da kommt er. Sehr cool. Ja, das läuft besser, als ich gedacht habe. So. Jetzt noch einen, oder Leute? Und zwirn halt noch. Komm, wir gucken mal weiter. Wie ist mit dir eigentlich? Okay, die sind super schnell kaputt. Oh, die bringen auch ihre Tiere heute. Und die quietschen hier nicht so übel wie in manch anderen Spielen. Vor allem rennen sie nicht weg. Aber ich treffe sie trotzdem nicht, Alter! Ah, den kannst du auch mit Kuh anvisieren. Was eine Aktion, bis ich den Hase gehabt habe. Ich will noch einen Hund machen. Da oben. Im Moment ist keiner mehr da. Ja, aber wir haben ja ein bisschen Leder, wir haben ein bisschen Metall besorgt. Das können wir jetzt schon mal verarbeiten. Und dann gucken wir mal, wie es morgen weitergeht, würde ich sagen. Machen wir eine kleine Mini-Vorschau schon mal. Okay, doch, da ist einer. Oh, den habe ich fast nicht gesehen. Lass mich mal kurz was probieren. Machen wir hintereinander nur schwere Angriffe. Okay.
Den wollte ich ja, ne? Jetzt können wir heim. So, jetzt gehen wir zurück. Passt genau. Ah, ein bisschen Rinde vielleicht noch mitnehmen. Ja, ein bisschen Rinde schadet nicht. Kriege ich hier auch Rinde raus? Aus dem Stumpf? Ja. Sonst hört das irgendwann auf beim Ledermalen, beim Ledergerben. Die brauchen wir hier. Ich würde fast sagen, dass das reicht. Den nehmen wir noch mit. Jetzt im Moment weißt du gar nicht so wirklich, ist es jetzt Tag oder Nacht, ne, wenn hier das Ding so abgeht. Da kriegen wir nochmal Zwirn. Die Nase lasse ich jetzt in Ruhe. Die haben jetzt genug gelitten heute mit mir. So. Alles klar, le. Schöne Runde war's. Sehr erfolgreich. Wir haben die ersten Tools am Laufen. Das Event hier in unmittelbarer Nähe sorgt für Stimmung. Es hört auch wieder auf. Ich nehme an... Oh, die ist super hier. Von da unten sah es jetzt gerade übel aus, als es ist, aber... So, pass auf. Die packe ich hier rein. Und die dazu. Ich drücke wieder Play. Das würde nochmal 70 Leder hätten wir dann, wenn das erledigt ist. Das freut mich schon mal. Die haben wir. Die haben wir. Die mache ich jetzt hier mit rein. Beziehungsweise ich packe die hier rüber. Ich nehme an, dass wir die jetzt hier drüben dann starten können. Ah, da war auch nochmal ein bisschen Metall. Also, morgen gucken wir auch nach Kohle, ja? Also, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier läuft durch Stein als nächstes. Für weitere Ziegel. Hier läuft durch Metall. Und wir haben insgesamt... Ich brauche 75 oder was? So, komm, die bauen wir uns noch als abschließende Maßnahme. Dann haben wir noch mehr erreicht heute. Guck. Die Schmiede. Da können wir dann schon mal gucken. Ich will da natürlich auch Waffen haben, ne? Stärke ist jetzt da, wo es sein soll. Belastung. Ich würde auch überleben. Machen wir mal die auf Überleben. So, und dann brauchen wir... Waffentechnisch würde ich sagen... Aderlass-Einhandwaffen. Die haben wir schon freigeschalten offensichtlich. Und hier geht es weiter mit... Ah, Werkzeuge. Das ist auch noch wichtiger eigentlich, ne? Guck mal hier. Eisenaxt und Eisenpickel schalte ich uns frei. Zimmermann, weiß ich nicht, ob ich den jetzt gleich brauche. Mir wäre es eigentlich lieber, dass wir die nächste Waffengeneration freischalten. Was wäre denn... Dieses hat mir noch nie gefallen. Eine eiserne Axt. Die macht 14. Das ist das Kurzschwert. Da könnte ich dann mit dem Schild arbeiten. Und bei stumpfen Waffen hätte ich noch den kleinen Bonus, ne? Eisernes Breitschwert. Lass mich mal die freischalten. Wenn wir mal reingucken, wenn wir die jetzt gleich fertig haben, die Bench. Ah, da ist sie. Ich dachte, ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Setzt man das gute Stück hin. Eigentlich jetzt... Ich kann ja jetzt natürlich das auch so machen. Das kann ich natürlich auch machen. Dass man die hier hinsetzt. Damit man hier so eine kleine Schmiedeecke sich aufbaut, ne? Da, meine Lieben, jetzt geht's los. Aderlass Kriegsaxt. Die ist gar nicht teuer. Ey, wenn ich das jetzt übrig habe, kann ich mir doch schon mal... Wir können uns ja schon mal die Waffe bauen. Die Frage ist, welche? Ich hätte ja gerne eine stumpfe erstmal. Den hier bauen wir uns. Hier müssen wir uns auch drum kümmern dann und so weiter. Ah, das wird nochmal richtig übel. Was wir natürlich auch brauchen, ist der Eisenpickel. Den haue ich jetzt auch noch durch. Und ihmchen hier, ne? Sehr gut. Dann sind wir morgen schon mal um eine Ecke geiler ausgerüstet mit dem allem hier. So, das läuft. Die mache ich wieder zurück. Das läuft. Alles klar. Morgen haben wir dann das Werkzeug. So, meine Lieben, Waffe ist da. Ja, guck mal. Sehr schön. Schild dazu. Oh, das Schild brauchen wir ja auch noch, gell? War das, wo war denn das Schild? Das war bei der Werkbank vom Zimmermann, ne? Ja. Yep. Was brauchen wir fürs Schild? Das will ich dann schon auch noch aufbauen. Jo, also 40 Barren nochmal. Besorge ich, sodass wir morgen ausgerüstet sind. Und dann geht es praktisch nur noch um die Bärenrüssi und dann gehen wir los. Bis dann.